Ja, hallo YouTube, hier sind die Vorspieler mit einem neuen Multi-Action-Spiel. Hallo Jules! Hallo Dan. Yeah, bist du auch da? Ja, hier. Das ist ja wunderbar. Und was spielen wir heute? Dafür bist du wieder zuständig, denn du hast die Ahnung, du weißt, was abgeht. Ja, wir spielen heute FIFA World. Ganz tolles FIFA Free-to-Play-Spiel von EA Sports. Ist im Prinzip wie FIFA 14, 15, 13, diese ganzen Teile da mit diesem Ultimate Team-Modus. Und nur dieser Ultimate Team-Modus, der ist hier eben, darauf wird der Fokus gelegt bei FIFA World. Was auch immer das bedeutet, Jules, das müssen wir wahrscheinlich im Laufe des Spiels erklären. Ja. Ich drücke jetzt erstmal auf Start, spiele mit deinem Lieblingsteam. Und ich kann jetzt eine Auswahl treffen. Was ist dein Lieblingsteam? Wähle dein Lieblingsteam aus. Erstmal Land, natürlich Deutschland. Liga, erste Bundesliga. Nicht die Team, dritte. nein. Eintracht Frankfurt. Ich dachte, die wären der dritten. Deine Mutter ist im Dritten. So, Vereinsname eingeben. Jetzt kann ich meinen eingeben, ne? Jo. Bin ich ja mal gespannt. Abkürzung gibt es natürlich auch. Ja. Warte. Das kann ich nicht so eingeben, wie ich mir das gerade vorstelle. Die Zuschauer sehen das schon vor mir, voll unfair. Ja, das ist geil, ne? Es muss drei Kürzel. Also. Ja. Ah. Ja, so, okay. Gut, jetzt gehe ich auf Spielen. Ja. Ah, Tools, ich habe mir was ausgedacht hier. Controller. Ich spiele nämlich mit einem Controller. So, was ist denn Ich jetzt würde. los? Trainingsspiel geht jetzt los. Ach nee. Doch? Ach herrje. Was passiert, ey? Was meinen wir jetzt? Weiß ich Die nicht. Scheiben Gut. sind um dieses Spiel für Sie Dann wird kompliziert. gespielt, ne? Uiuiui! Frank Buschmann und Manni Breukmann. Ui. Oh, jetzt wird er ins kalte Wasser geworfen. Ach du Wir sehen den Scheiße, Siegtor Eintracht Jules! Frankfurt Hä? Gegen den FSV Mainz 0 Was verloren. ma. Ja, Ich habe Reifen verloren! Schon wieder. Ja. Ich muss gerade das Spiel noch ein bisschen runterdrehen vom Sound her. Ich bin mir Mach. nicht sicher, ob das nicht zu laut ist. Ja, mach den Sound wirklich auf 2 oder sowas, weil das ist. Du brauchst den Ich bin eigentlich jetzt hier gar bei der Aufstellung. Wie komme ich denn jetzt. Wie komme ich denn ins Menü? Escape oder? nicht. In was für ein Menü? Ja, um den Sound leiser zu machen. Rechts oben ist so ein Rädchen. Scheiße, ich sehe gar nichts hier. Ein Rädchen. Ja, so ein Einstellungsrad, so ein, weißt du, so ein Symbol halt. Nee. Weil dann Vielleicht geht das noch nicht. jetzt genug geredet. Ach so, Geht warte mal, jetzt ist Bewegung. Bewegen, deinen Spieler zu steuern, ist klar. Drücke, um den Ball zu passen. Also A, um den Ball zu passen. Also, das ist viel zu kompliziert. Ah, jetzt kann ich hier die Maus. Die Maus kann ich mit dem Controller steuern. Ja. Jules, ich habe natürlich Eintracht Frankfurt genommen und spiele jetzt gegen. Drücke B, um einen fairen Freikampf auszuführen. X, um die Grätsche auszuführen. Na gut. Ich habe die alternative Steuerung wie bei Pro Evo Soccer, also dass halt einfach Grätsche und Schuss gewechselt sind, also dass die halt vertauscht sind. So, schießen. Pass ist A. Jawohl. Halte RT, um schneller zu laufen. Das ist hinten der Trigger, gell? Ja. Drücke B, um den Ball zu schießen. Jules, ich bin auf dem Weg zum Tor. Mhm. Oh, das Tor! Alter Schwede, wer war das jetzt? Eieiei, Jules, das kannst du dir nicht vorstellen. Was ist ein Hexenkessel hier im Waldstadion? Ja, ich glaube dir. Ja, oh fuck, jetzt hat er mich hier getackelt, ey. Mann. Faire Zweikampf. Ah, das hat er mich hier hinfahren. Hier, Schuss, wenn du das sehen könntest, wenn du das sehen könntest, die packende Action gerade. Ein Ja. Torschuss aus der zweiten Reihe. Ah, leider nicht. Ja. Ich kann zustellen. Ja. Ja. Eieiei, Schuss, Schuss. Die haben ja auch Energie, ne? Ja, haben sie. So, warte mal, jetzt machen wir hier einen Pass, machen wir mal. Da kommen durch in den tiefen Raum, in den tiefen Raum. Ich hab die Übersicht, Jules, ich hab die Übersicht.
Pässchen und Schuss! Ah! Ja! Ah! Auf der Linie geklärt! Alter, warte, das gibt's doch gar nicht! Ihr würdet das sehen können, das, wenn du das sehen könntest hier! Wie ein Gott! Ich glaub nein. Doch, doch! Ei, und noch jetzt hier schön den Ball nochmal rausgedreht, damit nichts mehr passiert, damit einfach nichts mehr anreizt. Anreizt. Einreißt. Quasi eine Überdehnung. Eine Überdehnung der defensiven Linie. Hier, der Ender die Sabini. Und da habe ich den Ball weggenommen. Jetzt war ein befreiender Schlag nach vorne. Jetzt gibt es einen Hebe. Oh, oh. Oh. Jetzt weiß ich alles Nötige, um das Spiel zu spielen. Ja. Ja. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah. Immer Escape gedrückt. So, Spiel ist pausiert. Spiel aufgeben. Spiel fortsetzen, Mannschaft. Ja, also mal Spiel aufgeben, mach ich. Ja, mach mal. Ja. So, jetzt bin ich hier im Menü. Ich sehe dich, dass du online bist. Ja. Wenn ich auf dich draufklicke, ist das Shop. Neues ausblenden, jetzt bekomme ich erstmal einen Haufen Infos. So, oben da kannst du ja jetzt die Einstellungen, gell? Genau, das habe ich jetzt gerade gesehen. Musik-Einstellungen, SFX. Mach das wirklich auf 1 oder 2, das. Ich habe es auf 1 bei mir und das ist immer noch ziemlich laut, wenn ich aufnehme. Zuschauerlautstärke, ja, vielleicht hat man mich jetzt gar nicht gehört. Oh, hier, die Grafik ist auch gar nicht gut. Und na gut, ich würde sagen, ja? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen kurzen Break. Das ist quasi als Teaser und gleich geht der Jules und ich hart in die One-on-One-Action Multiplayer-mäßig. Und ich will nämlich erstmal, bevor ich weiter aufnehme, checken, ob das passt mit der Lautstärke. Gut. Machen wir jetzt mal einen kurzen Break und wir machen einfach das erste Multi-Action-Spiel direkt dahinter. Na gut. Okay, macht's gut, tschüss. Tschüss.